Hallo meine Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Tutorial zu... Ja, ich sag mal Tutorial zu Heroes of the Storm. Und zwar geht es darum, Fertigkeiten freizuschalten mit Ex... Ah. Erfahrungspunkte und Gold. Erfahrungspunkte und Gold. Hallo meine Buddies, herzlich willkommen bei einem neuen Video zu Heroes of the Storm. Heute geht es um Gold und Erfahrungspunkte. Und wie ihr sehen könnt, befinde ich mich gerade in der Heldenübersicht. Warum befinde ich mich denn hier in der Heldenübersicht? Das kann ich euch sagen, denn ich möchte euch etwas zeigen. Wir haben ja eine Möglichkeit, Gold zu verdienen. Und wir haben ja jede Menge Helden auch nochmal. Und Gold ist natürlich wichtig, damit man sich Helden kaufen kann. Zum Beispiel hier Gaslow für 4000 können wir jetzt machen. Dadurch, dass wir jetzt relativ viel gespielt haben, haben wir auch ein bisschen Gold angesammelt, können uns eben hier irgendeinen von den auch höheren schon kaufen. Ja, Schwierigkeitsgrad sagt immer, wie gut ist es denn mit dem einen oder anderen zu spielen. Hier haben wir zum Beispiel auch Asmodan, kostet 10.000. Das ist um die, sag ich mal, 10.000er Reihe, weil die ja wirklich relativ gut sind. Dann geht es weiter zu 7000 bis dann runter zu den günstigsten 2000 Goldstücken. Ja, Murki kostet auch 10.000, habe ich gerade festgestellt. Naja, gut. Die sind halt unterschiedlich teuer. Ne? Je nachdem, wie viele Talente oder wie beliebt eben die Charaktere sind, denke ich mal, wurde das dann so ausgekungelt. Und jetzt fragt man sich, wie kann ich mir denn all diese Charaktere freischalten, ohne die für 7,49 Euro jetzt zum Beispiel hier zu kaufen, sondern einfach nur um Geld zu verdienen. Gut, wenn ich mir natürlich einen von den teureren Charakteren kaufen möchte, brauche ich natürlich mehr Gold. Will ich mir mehrere von den kleineren Charakteren kaufen, brauche ich natürlich etwas weniger Gold. Aber die Frage ist natürlich, wie komme ich an Gold? Und ihr seht schon, ich habe hier die meisten Charaktere schon so an Level 5, 6, die ich spielen konnte, freigespielt. Aber warum habe ich das denn schon in der Heldenrotation immer gemacht, dass ich die so auf Level 5, 6 komme? Dazu gehen wir mal ins Profil und gucken uns das Ganze an. Wir haben hier ungefähr 34 Helden, glaube ich, habe ich gezählt. Aktuell. Es werden wahrscheinlich noch ein paar dazukommen. Und bei jeder bekommt man auf Stufe 5, wenn man diese beendet hat, 500 Gold. Das heißt, ihr habt 34 mal 500. Ja, hört sich jetzt nicht so spektakulär an, sind aber ungefähr 17.000 Goldstücke. Heißt also, wenn ihr alle Charaktere in der Heldenrotation spielen könnt, wenn das geht, wenn die alle mal daran sind, levelt die alle auf Level 5 auf, verdient euch die 500 und ihr habt schon ein 17.000 Gold Vorsprung, könnt euch sozusagen einen 10.000er und einen 7.000er Charakter kaufen. So, dazu kommt noch die täglichen Quests, die man abschließen kann. Wie zum Beispiel dieser hier. 600 Goldstücke. Es gibt tägliche Quests, die haben nur 200. Es gibt tägliche Quests, die haben 800. Ich weiß nicht, ob es sogar einen gibt mit 1000. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gesehen. Bis jetzt hatte ich 800. Das Maximum. Macht die täglichen Quests. Ihr könnt die auch sammeln, die gehen nicht weg. Ich habe auch schon zwei tägliche Quests hier stehen gehabt, eine vom Vortag, eine von jetzt. Kann man auch zusammen erledigen, sammelt man auch nochmal extra Gold ein. Es gibt dann nochmal die Belohnung für die einzelnen Spielerstufen. Ihr seht, ich bin gerade Spielerstufe 14. Auf Stufe 2 gibt es einmal 1000 Gold, auf Stufe 4 gibt es einmal 1000 Gold und auf Stufe 8 gibt es auch einmal 8000 Gold, also heißt nochmal spielen. Dann haben wir hier auch nochmal Stufe 10 2000 Gold, das heißt also wir haben 2, 4, 5, 6000 Gold, die wir jetzt auch einfach so durchs Aufsteigen in der Spielerstufe verdienen können, denn Erfahrungspunkte sammelt man in allen Modi, nur Gold sammelt man nicht in allen Modi, Gold sammelt man nur in im Koop-Modus. Und im Versus-Modus. Und wahrscheinlich dann später im Team-Modus, denke ich mal auch noch. Mit im Üben-Modus sammelt man nur Erfahrungspunkte. Die meisten Erfahrungspunkte und das meiste Gold bekommt man im Versus-Modus. Für einen Sieg bekommt man 30 Gold. Für eine Niederlage 20 Gold. Also sind nur 10 Gold Unterschied. Das ist nicht so schlimm. Also wenn man jetzt, sage ich mal, 10 Spiele gewinnt, hat man auch 300 Gold schon gesammelt. Allerdings, sage ich mal, sind diese Modi besser geeignet als Erfahrungspunkt-Sammelmaschinen.
Im Koop-Modus kann man auch Gold sammeln, allerdings kriegt man dafür einen Sieg nur 10 Gold, ist nicht allzu viel, aber der Koop-Modus dauert auch nicht so lange, sag ich mal, weil man gegen den Computer spielt, als der Versus-Modus. Im Versus-Modus habe ich auch schon mal in einem Match eine Stunde oder so gesessen, weil die Teams relativ ausgeglichen waren und sich da die Köpfe eingeschlagen haben. Ja, so haben wir schon mal die Arten des Goldsammelns besprochen, also das heißt, macht so viele Charaktere wie möglich in der Heldenrotation, greift euch jeden Helden, den ihr finden könnt, spielt ihn auf Level 5 und sammelt die 500 Goldstücke ein für diese Helden auf den Leveln 5. Es kommt auch immer mal wieder der gleiche Held dran, also das heißt jetzt nicht nur, weil er nur hier auf Level 2 gespielt hat, habt ihr den Helden jetzt verloren, könnt ihr nie wieder spielen. In Heldenrotation kommen auch alte Helden mal wieder, den Rhinor, den konnte ich am Anfang spielen, war dann plötzlich irgendwann zwischendrin mal nicht mehr verfügbar, jetzt kann man wieder spielen. Also das ist immer eine zufällige Rotation an Helden, wo manche öfter vorkommen und manche weniger oft. Natürlich die teureren weniger oft, wie man dann sehen kann. Heldenrotation heißt aber nicht, dass ihr die Helden dann einfach behalten könnt. Also ihr müsstet die dann schon kaufen und bezahlen. Ja, auch wenn euch der Held nicht liegt, ihr könnt ja im Üben-Modus erstmal, sag ich mal, die ersten ein, zwei Level leveln und dann im Koop-Modus gegen den PC ist es relativ einfach, wenn die anderen, die da mitmachen, nicht totale Noobs sind und gegen den PC verlieren. So, das ist eigentlich alles zum Gold, wie man maximal Gold sammelt. Wie kann man aber noch Erfahrungspunkte sammeln, um dann schnellstmöglich auf die Stufe 5 zu kommen? Das ist ja auch die Frage, die sich alle stellen. Wenn ich die 500 Gold habe, will ich ja meinen Charakter relativ schnell auf Level 5 auch bringen. Gut, das kann man tatsächlich in 3 bis 5 Spielen auch schaffen, den Charakter auf Stufe 5 zu bringen, teilweise. Hängt aber allerdings davon ab, ob man gewinnt oder verliert und welche Karte man manchmal spielt. Ist manchmal ein bisschen kartenabhängig. Einige Karten gewähren meiner Meinung nach ein bisschen weniger Experience und andere ein bisschen mehr. Die meiste Experience kann man natürlich sammeln im Versus-Modus. Dann gleich gefolgt vom Koop-Modus und danach der Üben-Modus. Obwohl man die ersten zwei Level von den Charakteren sehr gut im Üben-Modus spielen kann und der Üben-Modus auch nicht mehr so lange dauert, wenn man einmal weiß, wo die Schwächen des Computergegners liegen. Und meistens ist das Mitdenken. Ist einfach so. Beim Üben-Modus ist alles relativ auf easy gestellt. Easy peasy. Und da kann man relativ gute Erfahrungspunkte machen. Das Ganze ist abhängig von den Team-Erfahrungspunkten. Also das heißt auch, die Leute, die mit euch mitspielen, sammeln ja Erfahrungspunkte auf der Karte. Und das heißt wiederum, ja, ihr seid abhängig von euren Teamkameraden. Das heißt, wenn ihr mit einem guten Team spielt, sammelt ihr auch relativ viel Erfahrungspunkte. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mal einen Replay habe, wo man so ein bisschen erklären kann. Es geht ja nicht darum, wie der Replay aussieht, sondern es geht eigentlich darum, wie ich euch zeigen kann, wie man eben am meisten Erfahrungspunkte anhand von Karten sammelt. Ich überlege gerade, welche Karte ist denn da relativ gut geeignet. Die hier ist eigentlich an sich gar nicht mal so doof, glaube ich. Die Schwarzherzbus-Bucht ist an Erfahrungspunkten nämlich nicht so die beste, weil ihr da nicht selbst die Türme zerstört. Am besten sind immer Karten, wo ihr selber Türme zerstören könnt, zum Beispiel mit so einem Drachen hier. Ich würde sagen, Drachengärten hatten wir das letzte Mal, vielleicht haben wir noch was anderes. Ach ja, hier den Tribut einsammeln, das ist natürlich auch immer gut. Gucken wir mal rein, da erkläre ich euch anhand der Karte so ein bisschen, wo ihr Erfahrungspunkte sammeln könnt und wie ihr Team-Erfahrungspunkte bekommt. Also, es geht ja alles um Erfahrung und dann am späteren Ende auch ums Gold. Allerdings, wenn ihr viel Erfahrung sammeln wollt, müsst ihr mit den anderen eben auch zusammenspielen und nicht nur alles als Einzelgänger erledigen. Hier oben habt ihr ja eure Erfahrungspunktbalken der Teams. Also heißt, rotes Team Erfahrungspunktbalken, blaues Team Erfahrungspunktbalken. Das bin mal wieder ich. Ich mache hier die Unterstützung sozusagen für der Kampf beginnt Petruccio, wollte ich das eigentlich als Unterstützer hier machen. An sich hätte ich eigentlich Diablo unterstützen müssen, aber der ist irgendwie ein bisschen doof und reitet einfach in die Mitte. Warum auch immer. Egal.
Wie gesagt, im Teamspeak hätte man sich da besser absprechen können dann. Zum einen, Erfahrungspunkte. Töten von Helden. Jeder Held, den man tötet, gewährt relativ viele Erfahrungspunkte. Wenn man das zusammen mit Teammitgliedern, die in der Nähe sind, tut, dann gewähren die entsprechend auch Erfahrungspunkte. So, das ist eine gute Fähigkeit von Zeratul. Der bleibt einfach unsichtbar, stellt sich wieder hin, kann den Beobachtungspunkt einnehmen. So, dann enttarnen. Versuchen die Gegner zu töten. Die kleinen Minions, die hier immer so in der Mitte kommen, also die hier, gewähren auch ein ganz klein wenig Erfahrungspunkte, ist nicht allzu viel. Kann man natürlich auch einige Erfahrungspunkte bekommen. Erfahrungspunkte gewähren auch relativ viele, sag ich mal, die Geschütztürme und die Forts. Wenn man Forts einnimmt, kriegt man natürlich mehr Erfahrungspunkte. Das sind so mit die meisten, die man bekommt. Dann, Söldnerlager einnehmen. Söldnerlager einnehmen gibt auch nochmal Erfahrungspunkte. Und das Gute an Söldnerlagern einnehmen ist, ihr kriegt auch ein bisschen Gesundheit wieder natürlich. Das heißt natürlich auch, schwere Söldnerlager bringen mehr Punkte als leichte Söldnerlager. Also je mehr Söldnerlager ihr in einem Spiel einnehmt, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt ihr natürlich auch. Je mehr Helden ihr tötet, desto mehr Erfahrungspunkte. Also eigentlich geht es immer nur darum, zusammen als Team zu arbeiten. Und je mehr man als Team zusammenarbeitet, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt man eben auch. Ja, Abklingzeit habe ich jetzt leider für den Heilbrunnen. Muss mich da wahrscheinlich am besten mal wegbeamen oder so. Ah, Tychus, der Arsch. Hasse ihn. Ich werde euch meine Gunst gewähren. So, dann nochmal natürlich besondere Erfahrungspunkte, eben Kartenmechaniken zu benutzen, wie jetzt zum Beispiel die Minen, den Drachenritter, die Tribute holen. Am besten natürlich, wie gesagt, als Team. Je mehr daran beteiligt sind, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt man auch. Man sieht das auch an dem Erfahrungspunktbalken recht gut, der dann anfängt hier zu steigen, wenn man als Team zusammenarbeitet. So, sehr schön. Ja, man sieht eben konstant den Erfahrungsbalken ansteigen. Natürlich mit höheren Leveln dann weniger als mit niedrigen. Also das heißt, je höher man im Level ist, desto mehr Kappenmechaniken, desto mehr Söldnerlager, desto mehr Türme muss man zerstören. Also übrigens hier der Koop-Modus, also es ist kein Versus-Modus. So, ja. Anub-Barak muss man auch immer mal töten. Auch ein krasser Tank. So, den Tribut beanspruchen. Held getötet. Gibt wieder Erfahrungspunkte. Held getötet. Wie gesagt, wenn das Team natürlich auch noch mit dabei ist, dann gibt es noch mal ein paar mehr Erfahrungspunkte. Ihr seht ja gerade, was durch den Tribut sich angesammelt hatte. Ja, dann geht es wieder ins Gemetzel natürlich. Warten, bis der Tribut seine Wirkung entfaltet. Ah ja, den Boss natürlich töten. Der gibt noch mehr Erfahrungspunkte, also er gibt am meisten Erfahrungspunkte. Das ist auf den Karten, wo es Bosse gibt. Es gibt nicht auf jeder Karte, glaube ich, einen Boss, wenn ich mich recht entsinne. Dann gibt der natürlich die meisten Erfahrungspunkte hier. So, jetzt sind wir leider gerade hier mit dem Boss etwas beschäftigt. Und auf geht er, der Peter. Die anderen versuchen natürlich hier entsprechend den Tribut sich zu holen. Das hat leider nicht geklappt. Hier ist auch noch ein Boss. Den hätte man jetzt gleichzeitig auch, sag ich mal, befreien können mit dem anderen Boss. Hätte man den Gegner ganz gut unter Druck setzen können. Jetzt machen wir erstmal hier unten noch das Vorplatz. Denn das ist ganz gut, wenn man dann den Tribut holt. Und man hat jetzt zum Beispiel den Boss mit auf seiner Seite. Dann geht das natürlich schneller hier kaputt alles. Ansonsten ist der Boss natürlich trotzdem sehr wichtig, um schon mal das Ganze hier so weit voranzutreiben, dass man dann näher vor den Toren des Gegners ist, sag ich mal. Ja, und da durch solche Aktionen eben mit dem Boss zusammen, mit anderen Spielern zusammen, hier Force einzunehmen,
erhält man dann nämlich extra auch nochmal Erfahrung. Man sieht nämlich auch, dass der Computergegner jetzt nur auf 9 ist und wir auf 12, weil der Gegner selbst halt nicht so viel an Kartenmechaniken machen konnte. So, jetzt kommen hier unten natürlich noch die Typen gerade auf uns zu. Sergeant Hammer ist schon da. Alleine habe ich natürlich gegen Sergeant Hammer auch keine Chance, leider. Ich versuche hier gerade so ein bisschen zu entkommen. Wollte die Gegner eigentlich daran hindern, diesen Tribut einzusammeln, aber alleine habe ich da leider ja schlechte Karten gehabt. Also irgendwie hatte hier jetzt das Zusammenspiel nicht so geklappt. Ja, hier versucht wieder einer alleine das Söldnerlager einzunehmen. Wobei es noch mehr Erfahrungspunkte geben würde, das gesamte Söldnerlager einzunehmen. Hier gibt es dann immer noch mal, ihr seht dann, diese kleinen Minions machen Erfahrungspunkte. Man sieht leider nicht, wie viele Erfahrungspunkte es gibt. Aber es gibt da bestimmt eine Übersicht im Internet. Ich werde mal gucken, ob ich eine finde. Dann hänge ich euch die in die Beschreibung mit dran. Im Koop-Modus, wie gesagt, gibt es da nicht ganz so viel Erfahrungspunkte wie im Versus-Modus. Im Versus-Modus, wie gesagt, hatte ich auch schon über 200.000 Erfahrungspunkte. Die durchschnittliche, was ich sonst so habe, sind 150.000, 180.000 ist so der Durchschnitt, und das wenigste, was ich so bekommen habe bis jetzt, waren mal so 50.000 oder so an Erfahrungspunkten. Wenn man also im Üben-Modus auch relativ taktisch vorgeht, kann man ja auch das Maximum versuchen rauszuholen, dann einfach so viele Gegner wie möglich töten, also so viele Helden. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Wo sind denn die anderen? Genau, hier sind wir. Ja, wenn man natürlich im Koop-Modus spielt und will viele Erfahrungspunkte haben, dann sollte man alle Forts einnehmen. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier und das hier. Also alle 6 Forts, es gibt ja auch immer 6 Forts, sollte man dann einnehmen. Ja, da haben wir aufgepasst. Hätte ich nicht zurückgehen sollen. Hätte ich mich einfach getarnt verhalten sollen und ja, abhauen. Aber ich bin dann immer so gefesselt und will meinen Teamkameraden dann helfen, dass die nicht getötet werden, dass ich dann vergesse, dass ja auch selbst getötet werden kann. Und ja, so viel eigentlich zu den Erfahrungspunkten. Dann natürlich die Zitadelle zerstören vom Gegner bringt natürlich auch nochmal richtig Erfahrung. Also heißt, wenn ihr gewinnt, kriegt ihr sowieso immer mehr Erfahrung, als wenn ihr verliert. Ja, und genau. Aufpassen, dass ihr, wie gesagt, die Force angreift, immer schön mit den anderen zusammen, nicht alleine immer Einzelgänge oder sowas machen, denn je mehr ihr zusammen macht, desto größer ist auch euer Erfahrungsbonus. Und was ganz wichtig ist noch, es gibt noch den Freundschaftsbonus, das heißt, wenn ihr mit Freunden zusammenspielt, kriegt ihr noch 50% Freundschaftsbonus auf Erfahrung. Also ist eure Erfahrung dann noch größer, die ihr bekommt, wenn ihr mit Freunden spielt. Das heißt nämlich, man kriegt dann nochmal extra Bonus-Erfahrung obendrauf, und die sollte man nicht vergessen. Also das ist schon ein ziemlich, ziemlich guter Bonus. Wer wird wohl diesen an sich nehmen? Oh, der Tribut, ja. Genau, gerade beim Zugucken so ein bisschen vergessen, warum ich jetzt hier gerade versucht habe zu erklären, wie man Erfahrung und so ein... Das Gute ist ja, wir sind ja getarnt, bis wir dann den Tribut einsammeln. Also, falls da jetzt einer gekommen wäre und wir den gesehen hätten... Getötet. Dann... Ja, gegnerisches Team ausschalten komplett ist immer sehr wichtig. Und dann einen richtig guten Push- oder Gegenangriff zum Beispiel zu starten, dann hat man nämlich echt viel Zeit. Hier der gute Gaslow ist übrigens ein Spezialist. Es ist nicht abhängig von der Klasse unbedingt, wie viele Erfahrungspunkte ihr bekommt. Es ist eigentlich abhängig davon, wie gut ihr zusammenspielt, wie gesagt, mit den anderen Spielern. So, jetzt kommen sie leider alle gerade wieder raus. Ja. Hier ist jetzt einer auf die glorreiche Idee gekommen, den Boss alleine anzugreifen. Was natürlich eine glorreiche Idee war in dem Sinne, weil hier gerade die anderen alle wiederbelebt worden sind und hierher gekommen sind. Der Boss macht nämlich ganz schön Damage und hält leider auch recht viel aus.
Und wenn man Pech hat, spielt man so dem Gegner eben auch in die Hände. Ah, Satsch, ein Hammer, ich hasse den. Oder die. Getötet. Ja. Ja, gucken wir uns nochmal kurz den Rest von dem Game hier an. Und das andere, das wisst ihr jetzt eigentlich alles schon. Erfahrungspunkte sammeln im Team mit Freundschaftsbonus. Fassen wir es nochmal zusammen. Also am meisten, wie gesagt, Helden töten, dann noch die Forst zerstören. Das sind die meisten Punkte, die man so bekommen kann. Natürlich den Gewinn noch mit dazu. Gibt es auch nochmal einen extra Bonus. Und Gold sammeln. Gold sammeln durch tägliche Quests, durch Level 5 der Helden machen. Ja, ich glaube, er merkt langsam, dass es ein bisschen sinnlos ist, hier alleine den anzugreifen. Ja, jetzt beamt er sich natürlich weg. Depp. Jetzt, wo alle kommen. Egal. Ja, jetzt sind wir nämlich auch relativ zügig hier. Oh, der Tribut erscheint. Wer konnte damit rechnen? Ja, an dieser Karte ist halt immer schwierig. Der kann an der und der Stelle erscheinen. Vier Stellen, die man dann hat. Und jetzt natürlich der perfekte Moment, den Boss zu entfesseln und die Zitadelle zu stürmen. So, ja, habe ich Sergeant Hammer dann endlich mal ausschalten können. Und mit dem Boss mit habe ich leider Tychus aus den Augen gelassen. Ja, das bringt doch nichts. Junge, du kannst ihn nicht verletzen, wenn er da drin ist. Hätte er lieber auf die Zitadelle schießen sollen. Also es bringt nichts, die Leute hier anzugreifen, wenn sie hier drin sind. Dann kriegen die keinen Schaden übrigens. Falls der ein oder andere das noch nicht gewusst haben sollte. Und ja, wie gesagt, durch Gewinne eben auch mehr Erfahrung. Und das sind so die Hauptsachen, auf die ihr aufpassen müsst, wenn ihr um Gold und Erfahrungspunkte kämpft. Ja, und wie gesagt, Level 5 von allen Charakteren, egal ob ihr die gerne spielt oder nicht. Es gibt verschiedene Modi, auf denen ihr das machen könnt, auch ohne die anderen, sag ich mal, mit in den Tod zu reißen, wenn ihr euch da nicht zutraut, mit anderen zu kämpfen oder gegen andere zu kämpfen. Oh, Entschuldigung. Ich meinte eigentlich, gegen andere zu kämpfen. Mit anderen im Koop ist das immer anders. Im Koop-Modus habe ich bis jetzt noch mit keiner Gruppe verloren, egal wie schlecht die waren. Also gegen den Computer hat man eigentlich immer eine Chance. Deswegen vielleicht nicht in den Versus-Modus gehen mit Charakteren, die euch nicht liegen. Zwar zum Leveln ganz gut, aber wenn euer Team verliert, dann habt ihr natürlich den Erfahrungsbonus auch nicht. Und das bringt dann natürlich keinem was. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen und das nächste Mal geht es dann um die verschiedenen Charaktere bei Heroes of the Storm. Also, bis dahin, meine lieben Freunde. Tschüss!